Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bausi. Sehr schön, dass du wieder da bist. Hier im neuen Garderol. Garderol. Alles neu. Etc. Wir müssen heute die Decke betonieren. Wir hatten in der letzten Folge hier diese wunderschöne Garage schon mal ein bisschen zusammengebaut. Fertigwände hingeknallt. Haben uns ein bisschen dämlich dabei eingestellt. Das räume ich gerne ein. Und jetzt finden wir raus, wie wir das hier alles bedienen. Wechsle in den Funktionsmodus und öffne den Aufnahmedeckel über das Kontextmenü. Wir steigen es erstmal ein. Gucken uns mal die Maschine an. Was kann die denn eigentlich? Also das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ist es eine Maschine, welche dazu dient, dass wir an irgendeiner Stelle hier, wo ist das denn, den Beton aus dem Betonmischer aufnehmen und dann entsprechend auf das Dach draufgeben. Das heißt, irgendwie muss ich ja jetzt so hier hinfahren, dass diese Auskipptülle hier was reinkippt, oder verstehe ich das systemisch falsch? Wir probieren einfach mal. So. Nein. Das war nicht der Plan. So. Gut. So, haben wir wieder das Menü, ne? Hauptarm. Heben, warum ist die Kamera jetzt so weit weg? Heben, senken. Hier geht noch nichts. Da geht auch noch nichts. Wir heben einfach mal den Hauptarm. Wow! Okay. Ach du dicke Minna, ihre Schwester. Deren Schwippschwager. Was ist das denn? Okay, I didn't expect that. Das ist aber riesig. Okay, also wenn wir eine sehr hohe Garage bauen möchten, dann können wir das auch hier mitmachen. Jetzt drehen wir das Ganze. Jetzt gucken wir, ob wir irgendwie in die Nähe dieses Dings kommen. Hier ist wie Peggy Woodpecker, oder wie heißt das? Okay, das geht schon mal. Steig in den Betonmischer. Hä? Aber der muss doch jetzt irgendwie... Okay, ich mach einfach, was das Spiel sagt. Das wird ja schon irgendein... Fahre mit einem befüllten Betonmischer rückwärts an die Betonpumpe heran und starte den Betonfluss über das Kontextmenü F. Der Aufnahmedeckel der Betonpumpe muss während des Füllvorganges geöffnet bleiben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den Betondeckel schon geöffnet habe. Deswegen klettern wir nochmal kurz in die Maschine. In die Maschine. Kontextmenü F. Fahrmodus, Kamera, Gießen an aus. Betonaufnahme öffnen, schließen. Ich würde jetzt gerne mal was sehen können, dieses Menü. Ist da jetzt irgendwie eine Klappe aufgegangen oder was? Wir gucken nochmal. Hier war das, ne? Haha, da müssen wir hin. Das heißt, wir fahren jetzt einmal um den Block. Eieiei. Ja, perfekt eingeparkt, würde ich sagen. Super, Garderol. Super. Das sind ja Gott sei Dank nicht meine Maschinen. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt einmal hier rum, ne? So. Einmal hier, rum. Und einmal da, rum. Und dann müssten wir in der Theorie auch unser Rohr erstmal ausfahren hier.
Das ist die Schurre, Leute. Die sogenannte Schurre, ja. Mit der Schurre fahren wir jetzt an die Betonaufnahmeklappe. Warte mal. Das muss ja hier sein, ne? Das muss so richtig sein. Warum hat er das jetzt gemacht? Ich bin verwirrt. Ich verstehe nicht. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Das bleibt hier so, wie das ist. So, nochmal. Geht nicht. Können wir den jetzt so gießen? Da glaube ich ja nichts von. Nein, so gießen wir alles daneben. Wer hätte das gedacht? Das sieht aber nicht richtig aus, wenn du mich fragst. Müssen wir vielleicht wirklich mit dem kompletten Ding dahinter fahren? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. So. Das kommt mir so eng vor hier. Das macht man in der Realität bestimmt nicht. So. Nee, der kippt alles daneben. Da ist noch irgendwas falsch. Ja, und das ist ja das Schöne, wenn wir entdecken das Spiel gemeinsam. Ich spiele euch hier nicht irgendwie einen Kram vor oder schneide 35 Milliarden Sachen raus, sondern es ist so wie das. Es ist wie das. So. Also, gucken wir hier nochmal. Die Beladeklappe. Die Beladeklappe, die sieht doch jetzt auf aus, oder nicht? So ist zu. So ist auf. Ja. Oder haben wir denn jetzt was drin? Starte den Betonfluss. Ja, ist leer. Und wisst ihr, wo der Beton gelandet ist? Auf der Straße. Bin ich ja sicher. So, gucken wir uns das mal näher an. Also das hier wird von der... Oh, warte mal. Können wir die eventuell aufklappen? Das könnte sein, oder? Da war bestimmt eine fantastische Taste fürs Aufklappen übersehen. Geh mal kurz vor. So, und jetzt, warte mal, wo war die Bedienung hier? Jetzt machen wir mal erstmal auf. Hier. Und jetzt drücken wir mal hier. Oh, okay. Wir können die zwar drehen, aber können wir das auch hoch und runter machen? Aber das ist schon richtig. Also so wäre es wahrscheinlich richtig. Fahren wir mal rückwärts ran. So ein bisschen wie bei der, Teermaschine, ne? Wie ist das eigentlich? Die Teermaschine schiebt den LKW, ne? Also zieht oder... Warte mal, schiebt? Schiebt. Oder? Finden wir auch raus. Wir haben ja hier, glaube ich, auch Teermaschine. Aber jetzt erstmal hier die Schurre an die Klappe. So muss das doch richtig sein, oder? Nein. Jetzt sind wir mal ernsthaft, wie soll denn das gehen? Ja, so geht's natürlich, aber das kann ja so nicht richtig sein, oder? Ja, aber das ist doch nicht richtig so. So, wir schauen mal, was im Handbuch des Betonmischers steht. Dafür haben wir das, ja. Betonmischer transportieren große Mengen Beton vom Kieswerk, bla bla bla, Betonmischer, bla bla bla, bla bla bla. Die ausfahrbare Schurrenerweiterung ermöglicht dabei flexibles Gießen an schwer erreichbaren Stellen. Fahre rückwärts an eine Schalung heran, nee. Nein.
Ah! Betonpo... Warte mal. Ne. Ich habe eine Idee, Leute. Das gucken wir gleich. Jetzt machen wir es erstmal fertig hier. Eieiei. Au. Oh, ah. Man kann doch wohl nicht den Behälter auch ausklappen. Na. Das wäre ja was. Nein. Gut. Und jetzt machen wir den hier. Dann machen wir den. Hey, Baumaschine ist leer. Dann habe ich ja fast gerechnet. Können wir jetzt da hinten diesen Kasten bewegen? So, wir haben hier Arm heben, senken. Zweitarm heben, senken. Kontextmenü. Das ist schon mal nicht. Kameradistanz. Okay, auch hier gucken wir mal kurz in die Hilfe. Parke die Betonpumpe so, dass sie einerseits alle zu gießen Schale erreichen und um anderen noch gut von einem Betonmischer befüllt werden kann. Okay, das haben wir gemacht. Dann, der Hauptausleger wird mit W ausgerichtet und mit S eingefahren. Drehe A und D. Mit den Pfeiltasten werden die Auslegerarme dabei am Boden Indikator tippe. Hm? So, hier. Die Betonpumpe muss dauerhaft von einem Betonmischer befüllt werden, um gießen zu können. Öffne das Kontextmenü. Fahre mit einem Betonmischer rückwärts an die Betonpumpe, aktiviere den Betonfluss mit Betonmischer und richte es Ausguss. Ja, das sieht doch hier so aus, als hätten die das irgendwie aufgeklappt. Seht ihr das? Das sieht doch aus, als wäre das ein wenig nach hier so weggeklappt. Ja. Gut. Wir lernen. Hupe geht. Gehirn noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den Betonmischer einschalten. Und der muss dauerhaft durchlaufen. Hätte ich nicht gedacht, weil der läuft doch dann über irgendwann, oder nicht? Ja, wenn die schnell genug sind. Und dann müssen wir wieder zum Betonwerk fahren. Na, das wäre ja was. So. Aber Riesenmaschinen hier im Einsatz. Ich sehe das schon. So, und jetzt hier auch Funktion. Hoch. So. Perfekto. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch die Baustelle räumen. Denkt daran, alle geliehenen Baumaschinen nach dem Gebrauch wieder zurückzugeben. Das spart unnötige Mehrkosten. Da habe ich eine Idee, wie wir die diesen Hinweis kombinieren können. Statt dass wir jetzt die Maschinen abrüsten, geben wir die einfach aus der Leihe zurück. Und die machen das selber, oder? Wollen wir mal gucken, ob das geht? So, zurückgeben. Ja. Zurückgeben. Ja. Zurückgeben. Nein, den müssen wir zusammenklappen. Okay. Wahrscheinlich, weil wir drin sitzen, oder? Warte mal. Ha! Mr. Effizient hat wieder zugeschlagen. 177.000 Schüttgutverkäufe, Baumaschinenmiete. Sprich mit Harpe. Jo moin! Hi Harpe. Perfekt. Das war gute Arbeit. Der L1 Turmdrehkran wäre eine gute Erweiterung für deinen Fuhrpark. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Baumaschine zu kaufen, bekommst du diese beim Fahrzeughandel. Okay. Na? Und jetzt? Haben wir 176.000 bekommen, aber für den Abschluss nichts, sondern das haben wir die ganze Zeit schon irgendwie bekommen, ne? Das ist ein bisschen komisch. 176.000. Wollen wir denn mal gucken, was wir für eine schöne Maschine dafür kaufen können? Oder wollen wir erstmal mal einen Job annehmen? Nebenaufgaben.
Aber die Kampagne, wie ist denn das jetzt mit der Kampagne? Macht die dann... Hä? Berufsspiele? Kampagne? Prestigeprojekte? Ah ja, ich nehme an, das kommt, wenn wir erstmal ein paar Jobs erledigt haben. Dann machen wir jetzt erstmal einen Auftrag. Eine Verkehrsstraße bauen, natürlich. Geschätzter Gewinn, Bauabschnitte 4. Oder eine Parkanlage bauen. Komm, wir bauen mal eine Straße. Baumaschine Miete, Baumaschine bewegen, Baumaschine parken, Baumaschinen mieten, Baumaschinen bewegen, Baumaschinen parken. Asphaltierung. Na. Ding, 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 ding. Okay, wir müssen mieten eine Teermaschine. Erinnerst du dich noch an die Baugrube, in die das Auto gefallen war? Die Grube wurde mittlerweile verfüllt. Um aber die Straße wieder vollständig befahrbar zu machen, muss sie richtig asphaltiert werden. Okay. Ich würde vorschlagen, dass du zuallererst beim Fahrzeughandel ein... Was? Leute, Achtung, Bildung. Es heißt nicht Teermaschine. Es heißt, schnallt euch fest, Schwarzdeckenfertiger. Na, dann mieten wir mal einen Schwarzdeckenfertiger für unseren nächsten Auftrag. So, sortieren nach Fahrzeugklasse, Auftrag, Abschnitt 1. Schwarzdeckenfertiger, eine BOMAG. Wir nehmen jetzt erstmal die... Was? Ach, wir müssen auch eine Walze mieten, okay. Und die klassische Vögele. Ein Cut oder BOMAG? Nehmen wir erstmal die günstigste. So, dann eine Walze, sehe ich gerade, müssen wir auch haben, ne? Dann nehmen wir dann auch eine BOMAG. Und einen Asphaltmeilenkipper. Meiler. Ach, jetzt haben wir so scheiß Ami-Ding genommen. Ah! Dir Nakui. So, steige in den Schwarzdeckenfertiger. Na. Kann man den ganzen Klarader da. Der müsste ja auf dem Hof stehen, nicht? So. Ach so, klar, natürlich. Wir könnten theoretisch die ganze Maschine ja auch mit so einem Auflieger transportieren, ne? Wenn wir schon einen hätten. Speaking of, wir haben ja Fertigkeitspunkte bekommen. Wollen wir die mal einsetzen? Schaufelkapazität. Okay, Schaufelkapazität. Wenn es darum geht, Erdmengen zu bewegen und aufzunehmen, beweist du besonders großes Talent. Mehr Kapazität in Schaufeln. Schüttgut. Routine im Beladen von Muldenkippern gestattet dir... mehr Schüttgut zu laden und von A nach B zu transportieren. Asphaltkapazität. Ein neuartiges Kompressionsverfahren ermöglicht es, mehr heißen Asphalt zu laden. Das bedeutet weniger fahren und schnellere Straßen bauen. Naja, können wir jetzt machen, haben wir ja gerade als Aufgabe. Aber ja, das Handling beim Drehen eines Krans geht dir einfacher von der Hand und versetzt Lasten aus Baustellen schneller und präziser. Der Kran wird noch schneller, wenn ich das kille. Nein! Betonviskosität. Du bist ein qualifizierter Betonarbeiter und weißt, wie man den perfekten Beton für ein reibungsloses Gießen anmischt, ohne dass offene Stellen entstehen. Okay, Fitness. Du investierst in ein Fitnessprogramm für junge Unternehmer und es lohnt sich. Du bist flink wie eine Gazelle und springst und kletterst geschmeidig wie ein Panther. Ökonomisches Fahren. Dein ständiger Einsatz auf der Straße macht sich bezahlt. Beim Fahren verbrauchst du weniger Benzin. Meisterschrauber. Du kennst jede Baumaschine wie deine Westentasche. Du hast gelernt, den unumgänglichen Verschleiß durch Nutzung zu reduzieren. Ja, das ist wahrscheinlich, was wir von nehmen sollten. Oder guter Geschäftsmann. Bei Verhandlungen beeindruckst du Vertragspartner durch deine Redekunst und erhältst so einen Bonus für jeden erfüllten Job. Das natürlich hier. Zack. Natürlich. Das bin ich. Gott. Dann sollen wir in die Baumaschine steigen. In die BOMAG-Baumaschine. BOMAG, nicht BOMAN. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Okay.
Schnellreise zur Baustelle. Da wird sogar gesagt, ne? Also, einige Maschinen sind nicht straßentauglich, weil die ist auch sehr langsam. Und jetzt sollen wir die Baumaschine parken. Also die Schwarzfelddeckenbearbeitungsmaschine, was war's? Trotzdem will ich mal eben kurz gucken, wie sich das anfühlt. Boah. Cool. Ist ganz schön detailliert, ne? Oder? Ich würde jetzt gerne fahren, aber die Maschine will nicht. Irgendwas habe ich bestimmt falsch gemacht. Steuerung. Ach so, das ist bestimmt ein Kettenfahrzeug, ne? Ja. Ach du dicke Männer. Ey, das ist total witzig mit dieser Kettensteuerung, finde ich. Habt ihr das schon mal in einem anderen Spiel so gehabt? Ich nicht. So. Steige in den Asphaltkipper. Ja, da steht ja wahrscheinlich auch beim Händler, ne? Schön, dass das alles hier noch so nah beieinander ist. Die. Ach komm, da musst du dir auch lachen, oder? Boah. Oh Ganda, du bist so dumm, dass es knallt. Eieiei, das war keine Absicht, Leute. Das war einfach nur doof. D-O-F. So, jetzt machen wir das aber richtig. Oh Mann, Mann. Ich war mir hier ernsthaft immer wie... Nee. Naja. Gut. Ich muss meine Videos da nicht anschauen. Steig in den Asphaltkipper. Alright. Jetzt sollen wir schnell reisen und zwar zum hierhin. Jetzt holen wir den heißen Teer. Das freut mich wirklich sehr. Trotzdem ist an dieser Stelle jetzt Schluss. Die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Garderoll Plus. Euch danke ich fürs Zuschauen. Eure Kommentare in den letzten Folgen. Abo gerne da lassen, wenn ihr nichts auf diesem Kanal verpassen wollt. Das neue Garderoll, ne? Wenn ihr es würdigen wollt. Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen und beim Asphalt-Silo kannst du Asphalt ausgeben lassen. Das funktioniert genauso, wie du bereits von den Schüttgut-Silos es kennst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.